Hallo Freunde des richtig gewählten Solarpanels. Ich hatte mich ja im letzten Video schon darüber beschwert, dass es bei diesem Solargenerator kein Solarkabel MC4 Adapter gibt. Und das liegt daran, ich habe halt beim Händler nachgefragt, warum, wenn man einen Solargenerator anbietet, warum dann nicht gleich der Adapter dabei ist. Dann haben die mir gesagt, ja, zu dem Generator gibt es natürlich ein passendes Solarpanel dazu. Und das ist dann natürlich abgestimmt auf die Spannung, die der Solargenerator verträgt und so. Ich möchte jetzt aber ein eigenes Solarpanel, also ich möchte mir nicht das von dem Hersteller, sondern eins, was ich vielleicht noch irgendwo rumliegen habe, möchte ich dafür verwenden und dazu brauche ich halt den Adapter. Da es den ja nicht dazu gibt, muss ich mir den also selber bauen. Und da habe ich in meiner Kramkiste ein bisschen rumgesucht und ja, man sieht ja an dem Netzteil, welches Steckerle man da braucht. Das ist dieses hier. So sieht das aus. Und ja, zufällig passen diese Steckverbindungen hier. Die sind ganz cool, weil die kann man halt... Ja, hatte ich mir irgendwann mal im 10er-Pack oder 5er-Pack gekauft. Und die sind halt perfekt. Die passen in die Powerstation. Und ja, waren halt super günstig, ne? Damit kann man das prima selber bauen, diesen Adapter. So, wir müssen also auf die richtige Polarität achten. Wie bekommen wir die Polarität jetzt raus? Also irgendwie ist ja hier außen wahrscheinlich ist ja dann Minus vielleicht und innen drin ist Plus. Oder vielleicht ist auch innen drin Plus und außen Minus. Das weiß man ja immer nicht genau. Und ja, da habe ich mir überlegt, mache ich ganz einfach. Ich nehme mir also das mitgelieferte Netzteil. Da ist ja dieser Stecker auch dran. Und dann halt ganz normalen Multimeter. Den stelle ich auf Gleichspannung und dann gucke ich mal mit den beiden Messspitzen, ich mache mal, dass ich das Innere, also hier mit der Plusseite messe und das Äußere mit der Minusseite, ja gut, sehe ich jetzt nicht so viel, mache ich mal AC an und dann geht das Ding an und dann müssten da jetzt 19 Volt, ja genau, es ist genauso wie ich gedacht habe, also innen drin ist Plus, außen ist Minus und die 19,32 die das Netzteil liefert, schaue ich mal kurz. 19 Volt soll es liefern. 19,32. Na gut, also ja, passt auf jeden Fall. 95 Watt schafft das Netzteil. Ich bin gespannt, wie viel dann mein Solarmodul natürlich schafft, weil die richtige Spannung, Eingangsspannung müsst ihr natürlich auch noch berechnen. Also ihr seht jetzt hier vom Netzteil kommen 19 Volt. Die richtigen Daten, die stehen meistens in der Bedienungsanleitung. Wenn ihr die Bedienungsanleitung nicht habt, dann schaut gerne mal auf das Gerät. Meistens ist dort ein Aufkleber. Dann wisst ihr, wie viel ihr maximal da reingehen dürft, mit welcher Spannung. Und halt mit so einem 40-Volt-Modul oder so würde ich da nicht reingehen. Da wird das Ding wahrscheinlich aufgeben. Wenn es einen Überspannschutz hat, umso besser. Dann passiert gar nichts. Aber wenn es das nicht hat, dann könnt ihr im schlimmsten Fall den Generator zerstören. So, hier ist jetzt der Aufkleber, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also wenn die Bedienungsanleitung weg ist, dann gibt es meistens noch irgendwo so einen Aufkleber. Der ist hier unten am Gerät dran. Und hier kann man dann auch lesen, die Spannung, ja, 18 bis 25 Volt ist wahrscheinlich der Spannungsbereich dann, also das Maximum auch 25 Volt. Ich habe jetzt hier ein Solarpanel. Da habe ich in der Leerlaufspannung 20 Volt. Also ich würde sagen, perfekt. Und ja, das Kabel habe ich fertig. Ich muss also nur hier Plus auf Plus. Und dann ist ja das hier richtig angeschlossen. Das kann man natürlich nochmal überprüfen. Mache ich jetzt auch am besten gleich. Ja, und wenn ich das jetzt überprüfe, also außen, hier ist halt Minus, innen ist Plus, 20 Volt. Also alles richtig gemacht beim Anschließen. Sicherheitshalber ist halt immer besser zu prüfen, bevor man irgendwas verpolt. Manche Geräte haben halt keinen Verpolschutz, ist mir schon passiert und dann ist das Gerät halt kaputt. Das wäre schade drum bei so einer Bastelei, denn so ein Fehler ist vermeidbar. Also ich stecke den jetzt da rein, da müsste ja theoretisch was passieren und das tut es auch. Man kann sehen, Input bis zu 2 Watt. Ja, hier sieht man jetzt nochmal, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Also einfach nur diesen selbstgebauten Adapter an ein 190 Watt Solarpanel, flexibel. Dann an die Station und über 70 Watt war halt Peak heute.
Aber wie gesagt, wegen dem Wetter, ich versuche es nochmal zu filmen. Hoffentlich bricht die Wolkendecke nochmal auf. Ich stehe direkt vorm Solarpanel, also würde es verschatten, wenn die Sonne scheinen würde. Und trotzdem kommen aber permanent 12 Watt rein. Und das freut auch den Dusty. So, komplett überhaupt keine Sonne mehr zu sehen. Und ja, das Panel liegt halt hier so in ungefähr die Richtung. Aber immerhin noch 14, 15 Watt rum. Und ja, wenn man so weitermacht, dann ist das Ding in 36 Stunden. Also ja, voll, dauert also noch ein bisschen. Ja, ich schneide gerade das Video und dachte mir, oh Gott, was für ein Murks. Also na klar, so ein Kabel selber gebastelt ist natürlich eine coole Sache. Die Ladeleistung war jetzt an diesem Tag nicht besonders viel, weil ihr habt ja gesehen, die Wolken waren schon doch recht dick. Mit 80 Watt sind wir also da gut gefahren. Ich denke mal 125 Watt, das steht unten auf dem, ja, auf dem Aufkleber drauf, dass man bis 125 Watt im Eingang reindrücken kann. Das ist natürlich nicht sonderlich viel, aber es ist ja auch ein verhältnismäßig günstiger Solargenerator. Ich denke mal, dafür ist das schon in Ordnung. Achtet aber trotzdem immer wieder mal auf Angebote, denn 500 Euro ist kein Pappenstiel. Also ich denke mal, ja, ne? 700 Watt entnehmbar ist schon cool. Es ging aber darum, wie bastle ich mir das Kabel, und da müsst ihr halt immer drauf achten. Eingangsspannung des Geräts beachten, Ausgangsspannung des Solarpanels beachten. Also das darf jetzt natürlich kein 40 Volt Panel sein, sondern muss wirklich so ein, ja, man sagt dazu Campingmodule oder 12 Volt Module, also dass die halt wirklich nicht mehr als 25 Volt in diesem Fall haben dürfen, die Module. Das wäre dann wichtig, und natürlich plus minus nicht verpolen, denn sonst, ja, wenn kein Verpolschutz bei einem entsprechenden Gerät eingebaut ist, dann, ja, dann geht's böse aus, und das wäre ja schade, wenn man so ein Portable Power Station gar nicht mehr beladen kann, weder Netzteil noch Solar. Ja, dafür ist halt nur ein Eingang da, und wenn der durchgeschrottet ist, dann kann man eigentlich damit nichts mehr machen, außer dann natürlich öffnen, reinschauen, ob man es reparieren kann. Meine Kompetenz reicht da, denke ich mal, nicht für aus. Insofern muss ich natürlich dann umso vorsichtiger sein, wenn ich solche Basteleien mache. Aber ihr habt ja gesehen, mit dem Multimeter kann man dann feststellen, wo Plus, wo Minus ist und so. Und insofern sollte man das dann auch eigentlich relativ einfach hinbekommen. Ja, also ich denke, ich habe mein Bestes getan. Bei mir funktioniert es jetzt mit diesem 190 Watt Modul, etwas überdimensioniert, aber immer noch besser als jetzt ein neues Modul zu kaufen oder halt das entsprechende Modul von dem Händler jetzt noch zu besorgen. Allerdings habe ich natürlich mit denen korrespondiert, und die freuen sich schon, wenn sie dann das Modul hier in Deutschland haben, auf Lager. Dann werde ich wahrscheinlich auch einer der Ersten sein, die das Modul zu dem Generator dazu vorstellen dürfen, und ich freue mich schon drauf, das zu präsentieren auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich immer, irgendwelche coolen Neuigkeiten auf meinem Kanal zu präsentieren. Ja, insofern macht mir das auch sehr viel Spaß, und so eine kleine Bastelei, die ist doch dann eigentlich auch mal wieder ein bisschen Abwechslung. Okay, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann bitte gerne den Daumen nach oben drücken. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Teilt das Video in verschiedenen Gruppen bei Facebook oder anderen Social Medias. Und ja, sagt euren Freunden Bescheid, der YouTuber Lars macht coole Videos. Da würde ich mich natürlich richtig drüber freuen. Ich hoffe, noch ein bisschen mehr Reichweite generieren zu können. Denn Solar ist ein tolles Thema. Solar kann die Welt verändern. Und wenn wir alle ein bisschen Gas geben, dann können wir die Energiewende, die private Energiewende vorantreiben. Was unsere Politiker machen, ja, da haben wir nur alle 4 Jahre Einfluss drauf, und das auch nur mindermäßig gut. Meine Stimme ist zum Beispiel komplett verloren gegangen. Sehr schade, aber gut, wenn die Leute meinen, sie müssen die Großparteien wählen, weil sonst ihre Stimme verloren geht, ja, dann müssen sie sich nicht wundern, dass die Leute da oben machen, was sie wollen. Also dann, das war's von mir. Euer YouTuber Lars sagt tschüss und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.